Hallo und willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands mit dem Pfarrer Freaksplace. Schut, schut, achso, düdüt. Genau. Und dem Graphic Error, der ständig stirbt. Ja, ach, ich mag, weißt du, hey, Nakahava. Was, Hakuma Matata? Nakahava, das steht hinten beim Auto oben. Nakahava. Achso, wir fahren mit einem Nakahava. Kennzeichen, 1, 8, 7. Bleib ruhig, sonst kann ich es nicht lesen. Entschuldigung. Mann, hallo, ich sehe nichts. Hallo. Passt. 1, 8, 7, Mann. 1, hör auf. Okay, gut, vergiss es. Fahr weiter. Wir sind 4x4. Okay, gut, so. Ja, ich sorge dafür, dass sie uns nicht entdecken. Fällt überhaupt nicht auf. Ein Auto, was außerhalb fährt. Ihr Schweine! Das fällt echt nicht auf. Ich verstehe es nicht. So, wir fahren wir hin? Wie lang haben wir denn noch? 2,55 Meilen. Ja, gut. Hey! Was? Oh, cool, schaut schön aus. Ah, da findet gerade eine Übergabe statt. Cool. Mit der Pumpgun auf zur Bank, ja. Gott sei Dank, Mann. Nein, wir fahren zu Kokain-Fabrik. Nerven tut das Brüderlein, Schwiegermutter will nicht heim. Okay. Einmal drücken, ganze 10 Kugeln kann man fliegen sehen. Ah ja. Hallo, Feinde. Hallo. In den Reifenpanne müssen wir helfen. Bin mir sicher. Wir sind hier in den Gesetzen. Wir haben uns gar nicht geachtet. Wo sind wir hier eigentlich gerade? In welchem Land? Ich würde mal sagen, warte mal hier, Flüsse, Berge, voll schlechte Autofahrer, Internet habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, wir sind in Österreich. Ja, könnte passen. Hey, warte, ich bin der beste Autofahrer, also... Ja, definitiv Österreich, so wie es hier ausschaut. Hallo! Hier sind Feinde. Habe ich gerade bemerkt. Ist Kokainfabrik da drinnen? Ja, wahrscheinlich. Sehr Box. Gut bewacht. Ja, hier brennt's auch. Gox. Hey, das sind Züge. Also ich meine, Gleise. Ich bin ein Zug. Merkt man nicht. Tschutschut. Wir sind Feinde, gell? Nur so Info. Tschut. Toll gemacht. Das schaffe ich schon. Moment. Ich fixe das. Ich will ja nur kurz mir das alles anschauen und dann. Damit wir wissen, wie groß das Gebiet ist. Verstehen? Problem ist nur, dass die jetzt alarmiert sind und wir es jetzt schwieriger haben mit dem Schleichen. Wirklich? Naja, wenn wir weit genug sind. Ja, dass wir da sind. Also somit. Wieso? Der Darm wurde ausgelöst? Hä? Sie wissen, ich bin ja weg. Ja. Ich war warten, bis die wieder resettet sind. Naja, du weißt, wir mögen ja Mensch Schwieriges. Wir sind einfach so gut und deshalb... Juhu, Hubschrauber hat uns gesehen, glaube ich. Nein, er sieht uns nicht. Okay. Ich repariere dabei das Fahrzeug. Ja, bitte mach. So, warte kurz. Reifen noch aufpumpen. Ich sollte Geräuscheffekte-Macher werden. Ja. So, einmal noch kurz zusammenschweißen. Okay, passt. Auto ist repariert. Passt. Sagen wir einfach, wir haben einfach eine Autopanne. Wir müssen hier durch. Okay. Vielleicht geht das, okay? Ich frage mal da vorne nach. Ja. Ne, wie machen wir? Soll ich einfach reinfahren? Durch zur Fabrik durch oder? Naja, ich glaube nicht, dass wir das überleben. Können wir es vorhin mal probieren? Okay. Ich bräuchte mal eine Waffenkiste, aber egal. Wir probieren es. Okay. Sollte man vielleicht ein neues Auto nehmen, oder? Gute Idee. Ich halte kurz ans Auto. Polizei, aussteigen! Nein, nicht dieses, oder? Ist das? Oh ja, das geht. Danke. Wencho, da steht sogar Wencho oben. Das. Ich fahre. Okay, so. Gut. Scheibe kaputt machen. So.
fahre mal durch und ich schau mal, vielleicht kann ich ja welche mit der Schrotflinte nehmen. Soll ich durchfahren oder direkt zur Fabrik? Direkt zur Fabrik, oder? Passt. Los geht's. Wo fährt man denn? Wo sind denn die Sander? Hallo? Hä? Hallo? Nix. Passiert doch was, oder? Hä? Okay, steigen. Hä? Okay. Rein da in die Fabrik. Geht schon. Aussteigen. Achso, du bist schon ausgestiegen? Na, da. Ja. Ich hab schon eine hä, da ist ja niemand. Hä? Irgendwie. Okay. Okay. Wir haben das Spiel ausgetrickst. Ja, gut, passt. Polizei, Hände hoch! Kann man wieder die Tür zu machen oder wie? Hallo? Hallo? Ich will die Tür zu machen, bitte. Danke. Hallo? Och, Mann. Was ist die Kokainfabrik? Ich hätte nur eine Waffenkiste. Wo ist die Waffenkiste? Yo, hier ist eine Waffenkiste. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Ach, wo so denn? Koks. Hä? Hä? Hier ist ein Stapler. Ach, ich kann Stapler fahren. Ich bin geübter Staplerfahrer. Ausrüstung nehmen. Was ist das? Passt gut zu meinen Stiefeln. Oh Gott. Nett. Hä? Hä? Da, wir haben was übersehen, oder? Warum? Unterbrechen Sie die Kokainherstellung. Ja, passt okay. Schon. Ach, darauf müssen wir. Ja, irgendwie geht das zu leicht. Irgendwie kann ich nicht glauben, dass es das war, aber okay, gut. Ja, das glaube ich auch nicht. Hack mich ein, ich habe immer eine Cyberbrille und mein Watchdogs-Ding oben. Bin jetzt der Mega-Hacker. Passt. Steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Okay. Unbrauchbares Kokain. Spuck mir einfach drauf. Gut, Wo müssen wir hin? Schöne Bilder. Ha! Vorsicht, das ist ein Fall. Hier ist jemand. Das ist ein zweiter Tango. Shit. Hä, wieso kann ich den nicht erledigen? Okay. Ein bisschen Party kann nicht schaden. Kann man Stapler fahren? Oh Mann. Okay, das wäre jetzt dann zu übertrieben. Hey, hier ist ein Raketenabwehrsystem. Ein Raketenwerfer oder sowas. Auf der Minimap sieht man das. Alarm. Hier ist Alarm. Wer hat da einen Alarm ausgelöst? Ja, wir kommen nur in Frieden. Oder so. Wir wollen nur ein bisschen Kokain haben. Hallo, mach auf. Okay. Mach schon. Piep. Ja, mach auf endlich. Ah! Au. Oh, ouch. Hä, wo sind die Feinde? Sag doch, dass jemand drinnen ist. Ich sehe den ja nicht. Der Karte, weißt du, warum ich getötet worden bin? Ja, das habe ich dann zu spät gesehen. Dann konnte ich nicht mehr reagieren. Aber wir wissen zumindest, wie es geht. Ja, jetzt, ja. Ja. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen mehr Munition, weil meine Munition... Genau, das war alles geplant. Hm. Oh nein, dieser Ladebildschirm schon wieder. Ja. Das ist die wahre Strafe. Ja, selber schuld. Ich bin da. Gelangen sie in die Kokainfabrik, ne? Wir wissen, wie es geht. Ist aber weit weg. Ja, ich hole ein Auto. Moment, ich hol kurz ein Auto. Einen Moment, ist gleich da. Toll! Noch weiter geht's ja nicht. Wo ist das jetzt? Ganz hinten. Okay. Ja, klar. Hätten wir auch gleich hinrennen können. Ja, schon. Wir brauchen hier ein Fahrzeug, um reinzukommen. Ach, Wasser. Wow, toll geparkt. Ein Bett in Kornfeld. Los geht's. Wieder Nakahava, oder wie das heißt. Nakahava. Genau. Hakuma Matata. So. Ich weiß nicht, ob das geplant ist, was wir da machen. Ob das so gewollt ist, was er gesagt hat. Kann sein, ja. So, dreh um und los geht's. Steig nicht aus, Fahrer, weil wir fahren jetzt.
Hä? Wieso machen die wirklich nichts? Irgendwie ist das schon sehr komisch. Irgendwie kapieren sie es nicht. Dass hier ein Fahrzeug ist. Gut, jetzt bin ich schlecht gefahren. Oder? Oh, sie haben immer nichts gemerkt. Jetzt aber. Tschüss. Verdammte Scheiße. Nicht schießen. Wo ist der? Ich habe Kinder. Oder so. Okay, also alles clean. Mehr oder weniger. Oh Mann, ist ein blöder Alarm. Wo sind die? Ich bin drin im Gebäude. Ich komm rein, dann kann man so ein bisschen. Machst du dabei oben? Ja. Ich deck derweil hier, falls jemand reinkommt. Leg mich kurz ran. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Und jetzt, wir durchsuchen die Lager. Moment. Alter Schwede, das sind viele Leute. Hä, ist da jemand drin? Ja. Nein. Oh ja, da war jemand drin. Ich hab mich gerade erledigt. Ich bin aber fast tot. Geh mal hinten raus. Zu mir. Warte, das ist ein Zivilist! Warum ist da ein Zivilist reinkommen? Ja, der ist selber schuld, der Typ. Warte, ich hab eine Idee. Dave mich kurz bitte. Setze Drohne ein. Dave mich. Einfach nur deffen. Einfach nur deffen und warten. Schau, dass keiner kommt. Ich such kurz was und schau kurz. Da ist auch übrigens ein Heli. Achtung, die kommen. Achtung, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Mhm. Eieieiei. Machen wir weiter. Ich gehe kurz zum Mörser nach oben. Also zum. Kabums. So, ich bin jetzt da oben. Drei Gegner getötet. Was ist die haben einen Mörser? Aber irgendwo ist der bei mir. Irgendwo. Hä? Wer ist kein Mensch? Ein Heli ist hier. Oder? Ich störe mal den Alarm. Oder kannst du den kaputt machen irgendwie? Da wo du gerade bist, zerstör den. Ja, habe ich gerade beschossen. Da ist irgendwo der Heli oben, ja. Ich sehe aber keiner. Aber ich versuche gerade. Hier werde ich noch beschossen. Ja, der Heli da oben, glaube ich. Ich schieße ihn ab. Nein, nein, da ist aber jemand anders. Versuche ihn Heli abzuschießen gerade. Ah, Hilfe! Wer schießt? Mann, von wo schießen die denn? Hey, ich kriege mir den Heli fast nicht. Hast du ihn Granate geworfen? Vorsicht! So. Perfekt. Ja, das Ding ist kaputt. Wir müssen noch irgendwie den Heli kriegen. Kriegst du den Heli? Heli haben wir ein Radio hier oben. Hm. Oh, cool. Wie soll ich den bekommen? Oh shit! Au, au, au! Bist du tot? Ich bin sogar tot. Nein, 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 ja jetzt. Versteck dich einfach oder so. Schön, ich bin auch gleich tot. Nein, ehrlich jetzt. Versteck mich. Es kann doch nicht sein, dass wir immer beide gleichzeitig sterben. Versuche irgendwie den Heli irgendwie wegzukriegen. Da hinten ist die Alarmserie, die müssen wir irgendwie zerstören, weil dann kommt keine Heli mehr. Aber das Lautsprecher ist. Oh ja, da stand bei den Tipps. Da wo das Lautsprecher-Symbol sind, die alarmieren immer den Heli. Ja, er ist ja alarmiert. Er bleibt jetzt da, bis wir weg sind oder er zerstört wird. Um zerstören kümmere ich mich gerade. 20 Sekunden noch, dann spawne ich eh. Ja, ich versuche einfach nicht zu sterben. Ist clean? Hä? Es sind noch ein paar Leute da und der Heli auch noch. Da, ich hab's gesehen. So, ich respawne, wenn das gehen würde. Ah, jetzt. So, Sekunde kurz, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Hey, wo spawne ich denn hier? Wow, ich bin 500 Meter entfernt. Heli! Der Heli macht Aua.
Alter, wenn ich den krieg, den Hele. Schwör's euch. Ich töte die. Ah, so. Der Hele nervt, ja. GTA Skills. Kannst du nicht das Geschütz nehmen? Geht das nicht? Ich nehm GTA Skills und schieße ab. Kannst du nicht das Geschütz nehmen? Das geht nicht. Hab ich schon probiert. Aber, dadurch, dass ich... Ich kann das. Ich hab GTA gespielt. Wenn man GTA spielt, dann sollte man das auch irgendwie schaffen. Weil die Helis sind ja alle gleich dumm. So, er dreht sich jetzt nämlich im Kreis und wenn er jetzt wiederkommt... Vorsicht, lass dich nicht vom Heli erwischen. So, Achtung! Heli stürzt gleich ab. Hä? Hä? Der brennt doch schon! Brennt er bei dir nicht? Oh ja, der brennt schon, ja. Dann hat er nicht mehr lang. Ja, er geht runter. Oder er holt wieder aus. Kann beides möglich sein. Ja, er holt aus. Achtung! Kommt wieder. Aber er hat nicht mehr lange. Ja, ich treffe ihn auch schon immer wieder. Viel hält er nicht mehr aus. Okay. Jawohl! Erledigt. Heli down, Heli down. Zerstört den Alarmsirene. Alarmsirene zerstören. Wo ist sie denn? Vor dir! Hä? Da, die Sirenen da. Siehst du die nicht? Ach, die? Zerstören. Hast du sie? Ja. Was? Naja, dadurch kommen ja wieder weitere Helis. Ja, also, weißt, hier fliegen ständig Kugeln um die Ohren und ja, dann ganz leise, Alarm ist aus. Die Tür ist offen, der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Hier ist sicher noch jemand drin, gell? Ja. Hab ihn. Oh, da kommt ein Fahrzeug, die bekommen Verstärkung. Wie zerstöre ich das? Frage mich auch gerade. Wahrscheinlich mit einer Granate. Weiß ich nicht, ich probiere mal. Achtung, warte. Ich bin tot. Wo sind die? Hä, wie sind der reinkommen? Ich weiß es nicht, ich habe ihn auch nicht mal gesehen, ich bin tot. Help. Ja, ich heile schon. Und dann renn weg. Ja, hab gesagt, renn weg. Ach so, was ist da? Wie hast du das jetzt geschafft? Die sind hier hochgegangen. Wenn ich neu spawne. Irgendwie krieg ich die nicht kaputt. Warte, ich mach schon. Ladung ist scharf. Achtung! Vorsicht! Springt, glaube ich, nichts. Oh ja, eins und zwei. Bei dir hat's funktioniert, okay. Ja. Bin auf der zerschörerische Freaksplice. Wo ist denn der? Da. Gut gemacht. Und nach hinten. Hier ist kein Heli. Ja, lösen wir einen Alarm aus, dann kommt schon einer. Ja, passt. Achso. Oh nein, jetzt ist es wieder dunkel. Wir sind auch Feind, ne? Wo? Ah, da. Hallo Feind, bist du Feind? Mr. Feind? Dankeschön, Mr. Feind. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Feind. Renn! Ah! Ich schreie doch renn! Renn hilft mir nichts. Du musst schon sagen, dass er explodiert oder so, weil soll rennen? Ja, super. Und wohin? Egal wohin. Hauptsache nicht dahin. Nicht sterben. Achtung, da ist ein Scharfschütze, gell, hinter dir. Da ist ein Scharfschütze. Wo rennst denn du hin? Zum Schaf, weiter weg vom Scharfschützen. Vielleicht kriegst du hin, der zielt. Shit, ich bin auch gleich tot. Oh nein. Hab ihn. Mach keinen Blödsinn. Glaube ich hab ihn. Ah, 15 Sekunden habe ich noch. Belebt mich wieder oder warte? Ah nein, nicht zu mir, da ist ein Feind. Okay, ja, passt, der hat sich neben mir hingelegt. Ja, der war auch wieder. Ich schaff. Soll ich kommen? Geht es noch aus? Nein, geht sie nicht mehr aus. 2, 1, 0. Gott verdammt. So, Ladebildschirm.
Da, 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 da. Wer möchte hier sterben? Habe ein Kokainvorrat gesichtet. Hab das C4 scharf. Okay. So, wow, jetzt wieder so weit weg. Mann. Ja, mach da weil. 3, 2, 1. Geschafft. Ich hole dich mit Nata ab. Komm hin zu dir. Oder komm Richtung zu mir halt irgendwie. So, da treffen wir uns auf dem Weg. Weil hier sind Gleiser. Gleiser ist ein bisschen. Bin da. Also gar nicht die Explosion gesehen. Hier, ich habe hier alles zerstört. Schön. Okay. So, schauen wir auf die Karte. Wo müssen wir hin? Und dann gehört er uns. The next one. Nur kurz den Heli. Wenn wir uns den ausleihen dürfen. Ja, sicher. Die haben sicher nichts dagegen. Passt. Wo ist er denn? Ja, hallo? Er macht einfach den gesamten Drahtzaun. Ja, kaputt. Ich wollte den Heli haben. Siehst du, die haben wirklich nichts dagegen. Die finden ja, das toll. Die halten uns nicht mal aus. Oh, ja. Auf. Ja, oh. Cooler Heli. Oh nein. Ich weiß schon, wie das endet. Halt, nein, stopp. Ah, da wollte ich nicht. Da wollte ich nicht. Der wird sehr schnell kaputt gehen. Schütze, zack, passt. Wir müssen zu einem Rufzeichen, weil wir haben hier keine Infos mehr. Wir wissen nicht mehr wohin. Also müssen wir zu einem Rufzeichen. Habe ich markiert. Zu A, bitte. Was? Warte. Kannst du dich noch erinnern an das Licht? An welches Licht? Blink. Na, oh nein. Ja. Ja. Blink. Blink. Ich sehe es nicht. Ich bin Schütze, ich sehe es nicht. Ach so. Kann der auch schießen? Er kann ja gar nichts. Naja. Ich kann schießen. Naja. Okay, gut. Wir schützen ab, wir schützen ab, wir schützen ab. Okay. Ich habe immer Angst, dass ich es nicht mehr schaffe rechtzeitig. Weil es dann auf einmal so viele Plätze gibt, wo du immer hin switcht, aber nicht zum Fahrerplatz dann. Nein, aber ich weiß nicht, ob welcher Steigung. Warte, ich möchte das ausprobieren, okay? Nur kurz, im Dienste der Wissenschaft, wir müssen nämlich die Folge auch gleich beenden. Ich steige ganz hoch, weil wenn ich ganz oben bin, dann kann mir auch nichts passieren. Sollte ich es nicht schaffen. Achso, ne, ich meine, dann können wir noch rechtzeitig rausspringen und so meine ich das. Mhm. Sollte er kaputt gehen. Dauert ein bisschen, ich fliege auf 2000 Meter. Ich habe 72 FPS, cool. Na, ja, schön. Na gut, hier oben, was will man hier oben schon berechnen? Und wir steigen. Und immer höher und höher und höher. Dreht sich der bei dir auch, oder? Im Kreis so. Ja. Ein bisschen die Landschaft genießen. Es ist wie so ein Restaurant, was sich da so dreht. Ah. Ja, wir machen 3000. So, wir sind die gleich da. Schaut schön aus. Ja. Tja, aber leider. Allgemein, die Kartendesign ist schon sehr gut. Ja. Und jetzt auf einmal werden wir getroffen. Ich sag Mayday, 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 Mayday. Und wir fliegen ganz langsam hoch, aber schnell wieder hinunter. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Hui. Hui. Yeah. Ja. Cool, jetzt rauszuziehen ist ein bisschen schwierig. Naja, wir fliegen, wir stürzen ab, okay. Bin ja wieder da, Captain ist wieder hier. Er war nur kurz am PC. Ja. Mit dieser Alarmglocken. Okay. Ja. Aber alles unter Kontrolle. Shit! Gut, geht. Alles unter Kontrolle. Also wir sind jetzt diese 2000 Kilometer. Wir sind jetzt 3000 Meter gefallen. Aber ganz schön schnell. Hoch hat es länger gedauert. So, okay. Aber ich würde sagen, wir beenden die heutige Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Musst du auch noch auf was zu sagen? Wiedersehen. Ja. Tschüss. Ciao.